Und da sind wir wieder zurück bei Lara Croft. Herzlich willkommen. Kann ich eigentlich an der Oberfläche... Ah ne, wir sind ganz weit unten, ne? Ach du Scheiße. Ich versuche mal an der Oberfläche erstmal zu schwimmen. Weil ich weiß jetzt nicht, was wir da machen müssen. Ich weiß ja nicht, wie weit wir unten im Ozean sind. Ich glaube, wir kommen gar nicht nach oben, ne? Ja. Kommen wir nach oben? Nee, da ist ein Hai. Oder da sind Haie, da sind viele Haie. Da haben wir eine Kiste. Ach du Scheiße, das werden wir nicht schaffen. Wir sind gleich tot. Ja, warte mal. Ich mach nochmal neu. Entschuldigung. Ich muss erstmal, ne? So, wir haben jetzt gerade das Ding gesehen. Warte mal. Wo war das denn hier, ne? Genau. Dann folgen wir einfach mal hier der Kette. Vielleicht ist das ja auch schon the way to go. Man weiß es nicht. Da ist schon wieder ein Hai. Bitte nicht fressen. Danke dir. Schneller kann ich nicht schwimmen, ne? Nee. Hier geht die Kette lang. Bla bla. Ah. Was haben wir denn hier? Ein versunkenes Schiff. Da ist schon wieder ein Hai. Hier ist die Kette. Kommen wir da rein? Vielleicht irgendwo oben. Oh, wir müssen uns beeilen, ne? Da ist der Anker. Oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, hier können wir erstmal Luft schnappen. Oh. Hey. Scheiße, der Hai. Was? Der Hai macht mich sofort tot. Ich wollte auch erstmal ein bisschen Luft schnappen. Vor allem. Bium, bium. Ich muss durchziehen, ne? Ja, ich zieh mal durch. Ich wollte eigentlich erst nochmal speichern, aber da jetzt der Hai da ist, wird das nichts. Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht, ob der uns verfolgt. Ach du Heilige. Ach du Heilige, wo geht's weiter? Hier ist ein Hebel. Hi, bitte bleib da hinten. So, Hebel haben wir gemacht. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Richtige Tauchaktion hier. Ja, ich muss gleich... Pass auf. Ich mach mir mal eben schnell... ich nehme mal... Ja komm, wir nehmen Großes. Ich speichere einfach hier jetzt mal im Wasser, ne? Ja, ich mach das einfach mal. Weil anders kommen wir jetzt hier nicht weiter. Oh, Hilfe. Kiste, Kiste, Kiste. Ah, hier können wir erstmal hoch. Ah, sehr schön. Nee, da kommen wir noch nicht hoch. Mist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist so gruselig. Das ist so gruselig. Weil dieses Herz dann so pocht, ne? Dieses... Hier kommen wir hoch. Sehr schön. Komm, 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 komm. Bevor der Hai noch kommt. Oh, so. Spyron. Wir haben unsere ganzen Waffen dabei. Wie sieht's aus? Was haben wir hier? 112. 255. Nehmen wir erstmal die Uzi, ne? Ja. Nackedei-Füße. Hier können wir auch erstmal wieder einen Hebel ziehen. Sehr schön. Ich glaube, der lässt jetzt das ganze Wasser ab, ne? Der hat jetzt das ganze Wasser abgelassen. Ja, 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 ja. Wir speichern nochmal die ganze Zeit dieses Herz, ne? Dieses Herzpochern. Das macht mich kirre. Das macht mich echt kirre. Aber normalerweise dürften hier erstmal keine Menschen sein. Und zweitens dürfte ja hier jetzt auch gar nichts kommen an Gefiech. Ne? Genau, da konnten wir runter. Ob das so einen Sinn macht, da jetzt zurückzugehen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Das Herz hat aufgehört zu pochern. Sehr schön. Nein. Einfach nicht. Biuk, biuk. Okay, es hat nicht aufgehört. Warte mal, alt. So. Ah. Und dann hier. Da müssen wir hin, ne? Genau. Nein, warum springt sie denn? Warum ist sie denn jetzt nicht gesprungen? Ach. Mann. Ich bin doch ganz aufgeregt, ne? Dieses Herzpochern, das treibt mich echt in den Wahnsinn. Oh, das treibt mich so in den Wahnsinn. Kommen wir da überhaupt hoch, sage mal? Jo. Ich glaube, das ist ein... Was denn? Hä? Was? Was? Nein! Nö. Ich wollte das Secret. Nö, das Secret nehmen wir noch mit. So. Wo kam der denn jetzt her? Da kannst du mir doch nicht sagen, dass der da... Hä? Ich, ja...
Das Secret wollte ich noch gerne mitnehmen. Deswegen, wenn wir gleich da oben... Ich hätte nochmal vorher speichern sollen. Ja, ich weiß. So. Na, diese Biuk. So. Hier speichern wir jetzt nochmal. Zack. Weil das Secret würde ich gerne mitnehmen. So, den haben wir schon tot. Das war's. Der Tier in der Ecke hat er gelauert. Vor allen Dingen ist auch eine geile Anweisung. Ne? Erstmal, wie ist der hier hochgekommen, wenn da überall Wasser war? Und dann, ja, du wartest da, bis jemand kommt. So, ja, danke dir. Danke dir für diesen Auftrag. So, Secredo haben wir mitgenommen. Sehr schön, das freut mir. Das ist ein Jumbo-Pläsier. So, pass auf. Ja. Okay, haben wir mitgenommen. So. Ja. Wir haben hier überall Schurken. Den haben wir tot. Den Schläger, den kriegen wir auch gleich noch tot. Ich muss mich nur mal erstmal positionieren. Nein. Wow. Hä? Hilfe, was macht sie denn? So. Okay, das hätten wir. Hallo, nimm das auf. Ah, ich hasse das, ne? Man muss immer richtig einparken, bevor sie was aufnimmt. Ah, ich hasse das. Aha. War hier noch was? Pfeile, ne? Harpun-Dinger. Die Harpun ist wirklich so, ja, die ist, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wirklich einer der wenigsten Waffen, die ich, überhaupt nicht mag. So, da können wir rein, so wie es aussieht. Nee, es hat uns nichts gebracht. Gut. Genau, einmal so und dann springen wir einmal wieder hier rüber, zack. Da können wir hoch. Können wir das denn wieder so machen? Warte. Nein. Ach, Mann. Lara. Ja, weißt du wieder mit diesem Trick 17, dass sie hochspringt und dann rechts da rangeht. Nee, das können wir nicht. Nee, das funktioniert so nicht. Ja, von da oben, ne? Ja. Ah, nein. Das war... Ach, Mist. Jumping Jack. Ich bin hier nur am Jumpen. Da kommen wir auch nicht hoch. Hier theoretisch. Nee. Da liegt, glaube ich, auch noch was da oben. Warte mal, können wir nicht einfach... Nee, da kommt sie nicht dran. Okay. Hier geht es ja auch nicht. Dann kommen wir dahin. Theoretisch, was wir versuchen könnten, wäre... Von hier. Jetzt rutscht sie natürlich runter. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte versuchen, von hier da auf das eine Ding zu kommen, weil ich glaube, einen anderen, besseren Weg kriegen wir jetzt hier nicht. Nee, das macht sie nicht. Das würde... Nein. Ach, Mann. Bleib doch mal stehen, wenn ich dir das sage. Was macht sie... Beruhige dich, Junge, beruhige dich. So. Nee, das ist zu weit. Das funktioniert nicht. Da kommen wir ja auch nicht so hin. Von da, dann da, macht ja auch kein... Oh, hallo. Macht ja auch keinen Sinn. Was man versuchen könnte, so... Nee, dann macht sie direkt den. Warte mal. Nee, da kommt sie auch nicht dran. Vielleicht hier, dass es uns hier was hilft zu sein. Warte mal. Die Frage ist, rutscht sie dann da runter? Ja, ne? So nämlich. Pass auf, dann speichere ich mal. Haben wir zum Glück schnell herausgefunden. Und dann... Uppa! Das war zu wenig. Beziehungsweise nicht im letzten Moment abgesprungen. Nochmal. Zack. Jetzt aber. Sehr schön. Ah, sind das Fallen? Das sieht mir sehr fallig aus. Ich berühre die mal nicht, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas auslöst. Ich hoffe natürlich nicht.
ja. Ich speichere erstmal hier. Das ist echt gruselig. Nee, das erinnert mich so ein bisschen an Man of Medan, tatsächlich. Huch, was war das denn? Hast du das gesehen? Flammen. Hier brennt irgendwas. Es ist so ein bisschen eine Art Labyrinth. Ne? Okay. Pass mal auf, ich versuch mal, passiert irgendwas? Nein. Aber wir müssen sowieso drüber springen, weil sie da nicht... weil sie da nicht drüber geht. Okay, die Flammen müssen wir irgendwie ausmachen. Hebel oder so. Hier wird bestimmt gleich irgendwas kommen, ne? Also ist... ja. Das ist wieder so ein typisches Level, dass da irgendwas kommt. Hier ist eine Tür. Oder beziehungsweise eine Luke. Die merken wir uns mal. Da kommen wir ja so nicht vorbei. Ne, ich probiere es trotzdem mal, aber ich denke mal eher nicht. Weil die Flammen natürlich eine gewisse Reichweite haben. Ja. Ach, das ist der Verbrennungsofen. Da wäre noch ein Schalter gewesen. Aber wir müssen erstmal die Flammen ausmachen. Habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Schaden bekommen, sage mal? Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Naja. Okay, dann gehe ich erstmal hier lang. Oh, Bullsauge. Wow, man kann da wirklich rausgucken. Krass. Okay. Was denn? Ach, hallo? Hallo? Da haben wir auch wieder so ein Moped. Ich weiß nicht, also ich denke mal, aufschießen können wir es nicht. Und da waren wir... ja... warte mal, den Schalter? Ah, den habe ich gar nicht gesehen, ne? Nee, ich bin einfach losgelaufen. So, irgendwas ist jetzt aufgegangen. Entweder links die Luke oder rechts ist irgendwas aufgegangen. Ne, rechts hatten wir ja auch noch eine Luke. Da. Ah, okay, es ist mit Zeit, alles klar. Ja, ich wollte erstmal schauen, ne? Vielleicht, aber es ist wirklich nur die Luke. Weil ich dachte, vielleicht ist ja auch noch was anderes aufgegangen. Aber gut. Dann geben wir uns mal Mühe. So, zack. Und zack. Ich warte auf den Moment, dass gleich irgendwas um die Ecke kommt. So, schnell rein. Speichern. Oh, mein Herz, ne? Also mein Herz. Ich bin so angespannt. Du glaubst es gar nicht. Es ist Wasser, ne? Ja. Ach, kommen wir jetzt dahin, wo die Haie sind? Nach draußen? Ja. Was? Was ist das für welche? Hilfe. Da haben wir noch ein Secredo. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sofort tot. Ich bin sofort tot. Ich bin sofort tot. Ich bin sofort tot. La 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 la. Ich bin sofort tot. Hilfe, die Kamera, bitte nicht jetzt hier. Bitte lass das. Unterlasse das bitte schnell raus. Hallo Lara, was machst du denn? Uah! Okay. Es war tatsächlich nur das Secret. Hui. Vor allem, sie schwimmt die ganze Zeit weiter. Sie ist schon da, aber sie schwimmt die ganze Zeit weiter. Okay. Das hätten wir. Dann haben wir das auf jeden Fall. Ah, und deswegen ist die Kamera auch gerade nach draußen gegangen. Um uns das dann wahrscheinlich zu zeigen. Ne? Ich habe das Secredo gar nicht gesehen. Die Frage ist natürlich jetzt hier. Durchrennen wird wahrscheinlich keine Option sein. Oder... ich speichere hier einfach nochmal. Irgendwie macht mir die Kamera ein bisschen zu schaffen gerade. Die Frage ist, würde man das schaffen? Warte mal, aber sie hört ja nicht auf. Sie hört ja nicht auf zu brennen, ne? Oder? Nee, sie hört nicht auf zu brennen. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man... ist das wirklich so, dass man jetzt da durchrennt? Sorry. Das Ding aufmacht. Nein, warte mal. Ich will mal kurz was ausprobieren.
Wir hatten das ja schon mal bei den Scherben gehabt. Vielleicht bin ich auch, denke ich, zu kompliziert. Warte mal. Lalalalalalalalala. Oh, scheiße. Ah, guck mal da. Ja gut, warte mal. Okay, das funktioniert eindeutig nicht. Für einen Gag war es jetzt gut. Ne, die Tür geht auf. Zwischensequenz, sie liegt schon tot da. Hm. Okay, damit kriegen wir aber die anderen Türen auf. Ne? Das war, glaube ich, die jetzt gerade. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegen wir das Feuer aus? Ach, guck mal, hier geht's auch noch hoch. Ah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, siehst du mal, wie ich Sachen übersehe, ne? Das ist jetzt, genau, das ist jetzt das bei den Lüftungsschächten. Theoretisch hier hinten dann. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Lalalalalalalala. Hier war es nicht. Doch, hier war es, ne? Nee, wo war es das denn jetzt? Nee. Hier? War das jetzt doch hier hinten? Ach, Mist. Nee, wo war das denn jetzt? Hä, bin ich blöd? Doch, es ist hier.